Ach so, die läuft schon. Ja, liebe Leute, ich habe schon länger ein Problem, mit dem ich zu kämpfen habe. Und ich weiß auch nicht die Lösung des Problems. Ich versuche immer eine Lösung zu finden, so gut es geht. Aber ich wollte das einfach mal gesagt haben, um zu schauen, ob ich damit alleine bin oder ob es da draußen vielleicht auch noch jemanden gibt, der damit auch zu kämpfen hat. Und zwar, ich weiß nie, was ich machen soll. Oder ich weiß nie, was ich mit der Zeit anfangen soll, während mein Toast im Toaster ist. Ich weiß es einfach nicht. Dieses Problem macht mich fix und fertig. Achso, ich bin dran. Okay, erstmal hallo. Und ich möchte heute über mein Problem reden, was mich schon seit längerer Zeit ein bisschen belastet. Und zwar, ich kann mein Handy nie, aber wirklich nie in meiner Tasche finden. Wirklich nie. Wirklich nie kann ich das Handy in meiner Tasche finden. Ich bin ja eigentlich echt ein sehr gechillter Mensch, ja? Mich wirft so vieles nicht so schnell aus der Bahn. Aber es gibt ja auch ernstzunehmende Probleme auf dieser Welt. Und die lassen mich echt zum Tier werden. Und zwar, ja, du sitzt in einem Restaurant, hast voll den, schiebst voll den Hunger. Und dann bekommen einfach Leute, die nach dir gekommen sind, vor dir dein Essen. Da sollte die Politik echt mal eingreifen. Ob ich Probleme habe im Alltag? Nein, also ich kann mich wirklich als glücklicher Mensch einschätzen, ja. Achso, ich soll in die Kamera reden, okay. Hallo. Nein, also ich würde mich echt als glücklicher Mensch einschätzen. Obwohl, da gibt es natürlich so die ein, zwei kleinen Problemchen, die jeder hat, wie zum Beispiel, jeder kennt es, man liegt im Bett und, dann willst du dich zudecken und es wird dir einfach viel zu warm mit der Decke. Und ohne Decke wird es dir zu kalt. Dann machst du einen Fuß raus, ja, und es ist trotzdem noch arschkalt. Obwohl du ja natürlich nur einen Fuß draußen hast, denn der Rest des Körpers ist noch mit der Decke bedeckt. Eigentlich sollte es doch perfekte Mischung sein. Nein, da kannst du stundenlang rumprobieren. Es wird dir mit Decke auf jeden Fall zu warm sein und ohne Decke zu kalt. Aber das ist natürlich harmlos. Also ich bin trotzdem ein sehr glücklicher Mensch. Ja. Oder yo, da gibt's noch so ein Problem. Wenn du Fernsehen schauen willst und das Fernsehen anschaltest und dann bist du einfach beim voll falschen Sender. Du willst deine Lieblingsfernsehsendung anschauen, ja? Und bist einfach beim völlig falschen Sender und dann siehst du, wo die Fernbedienung liegt. Die liegt natürlich nicht neben dir, nein. Die muss dir das Leben schwer machen und liegt vorne beim Fernsehen. Beim Fernsehen und du sitzt auf der Couch. Also ich rufe immer meine Schwester an. Ich kann das Risiko nicht eingehen und aufstehen, das geht nicht. Ja. Bin ich auch wirklich drauf? Ich glaube nicht, dass ich drauf bin auf dem Bildschirm da. Das ist viel zu klein, die Kamera. Ich möchte bitte so eine große. Ja, okay, mein Problem. Ja, ich habe auch noch ein zweites Problem, was ich euch heute gerne mitteilen wollte. Und zwar, mein Portemonnaie. Ich bekomme es sehr lange, schon seit langem, nicht mehr richtig zu, weil einfach zu viel Kleingeld da drin ist. Und dann reißt mir immer mein Reißverschluss. Ich weiß nicht, was ich mit dem Geld tun soll. Ich bin einfach zu reich. Ja, ein so Ding habe ich noch, was mein Leben so ein bisschen erschwert. Und zwar macht es mich echt total crank, wenn die Klopapierrolle falsch herum an der Wand hängt. Dann musst du dir einfach die Mühe machen und die fucking Klopapierrolle wieder andersrum hinhängen. Wer macht sowas? Welcher böse Mensch macht sowas? Ganz ehrlich. Ha, halt, stopp, bevor sie gehen. Da fällt mir noch sowas kleines Alltagsproblemchen ein. Das ist auch überhaupt nichts, eigentlich überhaupt nichts Schlimmes. Aber warum verdammt nochmal macht ihr das so, dass die Werbung lauter ist als der Film? Salle Madrosen, jeder kennt sie, diese Alltagsprobleme, die unser Leben einfach so komplett schwer machen. Und ich habe mir einfach gedacht, zeige ich euch mal so ein paar dieser Alltagsprobleme, die ihr sicher auch alle kennt. Ich wollte mit dem Video ein bisschen euch zum Nachdenken anregen, dass man vielleicht diese Probleme auch einfach als Witz sehen kann und sich darüber vielleicht nicht so sehr aufregt, wie man vielleicht gerade in diesem Moment tut.
Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß mit dem Video und wenn ihr wollt, könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben oder mir einen Kommentar dazu ablassen, ob ihr diese First World Problems auch kennt oder mit denen zu kämpfen habt. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch dieses Video, was mich auch sehr freuen würde, teilen, wenn ihr irgendwie das Bedürfnis habt, euren Freunden ein bisschen zu zeigen. Schaut mal, eigentlich sind unsere Probleme gar nicht solche großen Probleme. Wir können uns ja eigentlich relativ sehr glücklich schätzen. Ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen, meine Lieben, außer euch eine angenehme Woche zu wünschen und ich hoffe, ihr macht es gut und bis bald und man sieht sich bestimmt im nächsten Video. Ich hab euch gern, bis bald. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll in der Zeit, während mein Toaster im Flur ist. Falsch rum. Aber ich bin ein sehr glücklicher Mensch, ja. Hab ich bereits gesagt, oder? Ein sehr glücklicher Mensch. Ich hab diesmal wirklich...